Das Ergebnis zum Wettbewerb Teilquartier Horem steht fest. Am 6.5.2020 hat die Jury unter etwas neuen Umständen getagt. Zur jetzigen Zeit konnten wir nämlich keine normale Preisgerichtssitzung durchführen, sondern haben die Sitzung digital als Videokonferenz unter dem Vorsitz von Professor Schmitz aus Köln durchgeführt. In der Jury waren unter anderem noch städtische Vertreter der Verwaltung, politische Vertreter und die Baugenossenschaft als Auslober selbst vertreten. Gewonnen hat der Wurf Hinter mir an der Wand als eine Arbeitsgemeinschaft aus Thomas Schüler, Stadtplaner und Architekten aus Düsseldorf in Zusammenarbeit mit Club L94 Landschaftsarchitekten aus Köln. Die Jury hat besonders das städtebauliche robuste Grundgerüst, was man hier im Lageplan sehen kann, gewürdigt. Aber auch die unterschiedlichen Typologien, die der Fasser hier besonders im Realisierungsteil zu sehen vorschlägt, wurden den genossenschaftlichen Leitgedanken gerecht gewürdigt. Des Weiteren wurde positiv hervorgehoben die verträgliche und ausgewogene Dichte im Realisierungs- sowie Ideenteil und auch die unterschiedlichen Grün- und Freiraumangebote, die der Entwurf macht. Sehr schön hier im Piktogramm sehbar, dass unterschiedliche Grünachsen auf den bestehenden Bürgerpark in der Mitte führen. Wurde als sehr gelungen von der Jury bewertet. Aber auch verschiedene Spiel- und Sportangebote hier im Bereich des Kastanienweges, wo auch schon im Bestand Spiel- und Sportmöglichkeiten vorhanden sind, wurden dort weiter gestärkt. Mit diesem Gerüst, was weiter als Masterplan ausgearbeitet wird, hat die Baugenossenschaft ein gutes Gerüst, um weiter im Quartier Dormagen-Horem weiter positive Gedanken vorzuschreiten.